Frau Schierli, Sie sind sicher der Captain mit dem stylischsten Armbändeli in der Liga. Und heute auch ein glücklicher Captain, weil Sie nehmen 3 Punkte aus dem Wankdorf mit, oder? Ja, genau. Also ich bin mega stolz auf meine Mannschaft, was wir hier heute geleistet haben. Jeder hat einfach alles gegeben. Und so haben wir auch die 3 Punkte mitnehmen und sind für uns natürlich sehr wichtig. Was war das Rezept, warum es so gut funktioniert hat in der ersten Halbzeit hier im Wankdorf? Ich glaube, wir sind also recht hoch angegriffen und auch aggressive Zweikämpfe. Und ich hatte ein bisschen Mühe damit. Und so haben wir auch die Goal erzielen und ja, einfach die Aggressivität und den Willen, den wir heute auf den Platz gebracht haben. Und haben Sie schon ein bisschen Champagner umgereicht in der Pause, dass es nochmal so knapp wird? Nein, das nicht. Wir haben gewusst, wir müssen nochmal alles geben. Wir sind auch darauf vorbereitet, dass IB wird kommen und besser wird kommen in der ersten Halbzeit. Ja, es ist dann noch sehr knapp geworden am Schluss, aber zum Glück haben wir es noch durchgebracht. Wie hat man als Verteidigerin die erste Halbzeit gesehen, wo man so fast nichts zu tun hatte, ein bisschen mitspielen, schauen und dann die zweite Halbzeit, wo plötzlich intensiver Druck gekommen ist. Was haben Sie das Gefühl, hat sich dort verändert, sowohl im Spiel von IB als auch euch? Also wir sind natürlich so, wie wir in der ersten Halbzeit vorher zugemacht haben. Auf diesem grossen Platz ist natürlich auch viel Laufarbeit erforderlich. Und da hat man gegen das Ende des Spiels schon gemerkt, dass so ein bisschen Kraft und so auch gefehlt hat. Durch das hat IB auch mehr Räume gehabt und hat mehr den Druck gegen vorne machen und wir sind immer ein bisschen Schritt spät gewesen, aber ja, es hat gelangt am Schluss. Das ist jetzt der Anfang von einer guten Serie. 2-1 gegen Zürich, 3-2 gegen IB im Wankdorf. Kommt jetzt die Red Boots aus dem Schrank raus? Ja, wir haben sehr Fortschritt gemacht. Natürlich müssen wir immer weiter arbeiten und der nächste Match ist auch sehr wichtig für uns gegen IB da drinnen, wo wir auch die 3 Punkte sicher holen. Aber ja, nachher in der Winterpause arbeiten und dann ja, ist vieles offen dann in der Rückrunde. Helfen Sie mir rasch auf die Sprünge. Wie viel sind es jetzt? 8 oder 11 Punkte, die wir jetzt haben gerade? 8. Es sind 8 Punkte. Genau. Und jetzt noch den Match gegen wieder. Bedeutet die 8 Punkte jetzt, dass ihr schon gemütlich auf den Playoff-Platz schauen könnt? Oder müsst ihr euch noch spurten, dass es nicht die letzten 2 werden? Nein, also ausruhen können wir uns sicher nicht. Wir müssen dranbleiben und wir wollen auch mehr Punkte noch holen. Und ja, jetzt die Matches gegen Givedo und Lugano sind auch sehr wichtig. Und ja, auch, dass wir gegen andere Teams Punkte holen können, ausruhen können wir uns sicher nicht, sondern immer weiter Gas geben. Jetzt sind Sie schon mal da oben gesehen, der Nazi A, dann hat es wieder runtergegangen. Sie sind mit dem Team geblieben in der Nazi B. Jetzt sind Sie wieder da oben und Highlight Sie und Ihre Cousinen sind gleichzeitig Captains und Spielerinnen in der Liga. Gibt es bald auch einen doppelten Stil in der Nazi? So weit aus denke ich gar nicht. Also ich konzentriere mich jetzt auf den Verein und dass es hier da weiterhin gut läuft und dass ich im Verein alles geben kann und die Mannschaft unterstützen. Simona, you scored your first goal for IB. How did that feel here in the stadium with that volley? I'm very happy to score my first goal for IB. I was waiting so much and I was struggling with some injuries, so I'm happy to come back on the field to score. But fortunately that was not enough, so I need to work hard and to score more. How much did you suffer in the first half when your team was 3-0 down? Of course, I want to play, but sometimes you know the injury are part of the game. So I'm happy that I'm ready to play and to help the team, because I think today I show that even if you come on the bench, you can show a good quality and to help to grow up the team. What was different in the second half when you come in, when Malu comes in? What changed the game so that you got close to equalizing? You know, you lose the game and some new players come in, we bring more energy, especially in front of their goal. So I'm happy that me and Malu, we help the team and we start to looking more for the goal and we take it and we score too. But fortunately, how I say, we need to score more and more. What was missing for the third goal to at least take a point away from here? Probably if we have another half of the time, we will score and 2 more goals. This is a very different season. I think the biggest issue for you guys seems to be mentally. The young players seem not to be responding to the pressure well. How can you change that as a team? With the games like this, when you lose the goal and you change it, you score and you build up, especially for the youngers, we need to grow up, especially with this game. So I'm happy that the youngers step up in the major league and they show up today that this is character and this is the way to grow up and to play high level football.
soon we'll have a winter break. Do you think it's at the right time, or would you like to play on to build confidence? I don't need a break. I want to play always, but it's good to recharge and to prepare for the new year. Frau Brunner, nach 45 Minuten denkt sich der Goalie-Trainer, ja gut, der Verein hat nicht einmal eingreifen, ist gut, ich gehe jetzt heim, oder? Am Ende des Matches denkt man, zum Glück habe ich Zeraina Friedli im Goal, oder? Ja, wenn du sie würdest du wahrscheinlich fragen. Zeraina würde sagen, ja, weißt, es ist nicht gelungen, solche Sachen. Aber ich meine, einfach mit ihrer Präsenz und Persönlichkeit und mit ihrer Führungsmentalität, die sie auch mitbringt, ist das natürlich schon wichtig, gerade am Schluss, dass sie cool geblieben ist. Wir haben schon ein bisschen Hand und Fuß verloren, sage ich mal. Wir sind vielleicht ein bisschen zu wenig nämlich zusammengeblieben. Aber ja, wie man so einen Match über die Runden bringt, haben wir gegen Zürich gelernt. Wenn ich Goalie-Trainerin schon da habe, kann ich sie gerade ansprechen, 1-1. Wir sehen beim Goal von der Joy Steck, Sanja Giro macht Druck auf den Goalie. Goalie bleibt vielleicht nicht ganz so cool, verliert dann das Duell. In der zweiten Halbzeit sehen wir 2-3 so Momente und Zeraina Friedli bleibt eben cool. Ist das die Erfahrung, die halt kommt mit Profitum, mit Zeit, mit, oder was ist da die Möglichkeit, dass ein jüngerer Goalie auf ein Level von Zeraina Friedli gehoben werden? Ich denke, es ist, ich sage jetzt einfach mal, ich habe Glück, dass ich mit Zeraina Friedli arbeiten darf. Jeden Tag sehe ich, wie sie extrem fokussiert ist und wie sie sich bewusst ist, was sie da für eine Verantwortung hat mit unserem jungen Team, mit unserem unerfahrenen Team. Ich meine, nicht vergessen, Saskia ist noch sehr jung, du hast sie angesprochen. Und ich glaube, weißt, wenn du so ganz allein bist in dem Stadion, wie gesagt, der Ball kommt auf dich zu, die Sonja säckelt auf dich zu, dann verlierst du vielleicht den Fokus, dass eben genau das Standbein nicht so gut setzt, dass du vielleicht eben nicht genau den Ball anschaust, sondern irgendwie ein bisschen links, rechts noch ein bisschen etwas in die Peripherie sehen kommt dazu. Dass du genau den Fokus behalten, ist genau das, was du, ist das, was nachher ein bisschen Unterschied macht, oder? In den einzelnen Aktionen. Und das ist halt, heute sind die kleinen einzelnen Aktionen entscheidend gewesen. Ich bin der Frau Brunner irgendwann mal der Gedanke da gewesen, ich schnüre die Schuhe noch schnell selber. Ja, bevor wir Zeraina Friedli haben, wenn wir wissen, Lara Vogel geht jetzt in den USA von sich reden, ein guter Goalie, Rentschein Voigt in der Nazi B, die dort von sich reden macht. Michel Estermann hat auch im Cup nicht schlecht ausgesehen mit Zeraina Friedli. Haben wir jetzt die Goalie-Situation in Aarau ein bisschen im Griff bekommen? Ja, die haben wir schon von A bis Z immer im Griff gehabt. Nein, absolut kein Thema. Schau, wenn du ein bisschen genau schaust, ich habe graue Haare, 40, ist kein Thema mehr. Goalie kann 40 werden. Ja, das sagst du. Ich sage das anders. Das man sagt wahrscheinlich auch bald. Nein, Gaga ist halt parat in den Mauern. Zeraina auch parat in den Mauern. Ich glaube, die Schweiz hat da Glück. Aber weißt, bei uns ist es so, wir haben ja auch mit der Rafa Borg gegriffen. Wir haben im Sommer vor einem Jahr einen riesen Topshot gehabt. Die hat sich jetzt Nummer 1 gemausert bei Freiburg. Da freut mich ums, also mega für sie. Und nein, wir brauchen es nicht. Wir brauchen es ein bisschen nebendran, ein bisschen cool sein, ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen locker sein, weißt, wenn es angesagt ist. Gerade wenn du das Gefühl hast, hast du immer Druck. Du musst, wenn du einen Fehler machst oder wenn es einmal nicht gelingt und das Gegengol hast, ist es eigentlich vorbei. Oder? Dann ist es ein bisschen locker sein. Ich denke, dort kann ich mich besser einbringen im Moment. Gehen wir zurück auf den Match, wenn wir sehen, 3-0 zur Pause. Ich hatte das Gefühl, das Team kommt ein bisschen gelassener zur Pause und dann passiert es. IB wird gefährlich, das 3-3 war sehr hoch. Was macht das jetzt mit dem Team als Gefüge, mit euch allen, mit dem Staff, mit dem Team? Was bringt jetzt der knappe Sieg? Lehrt man etwas daraus oder ist man einfach euphorisch, weil man es geschafft hat? Also die Girls haben, so wie ich sie jetzt hier gerade begrüßt habe, beim Abklatschen, gerade kurz nach dem Abpfiff, habe ich gemerkt, die sind schon wieder ein bisschen latent unzufrieden sein. Geht gar nicht. Ey, jeder Sieg, den wir hier haben, in so einem Wankdorfstadion, mega cooles Ergebnis, mega coole Erfahrung, Erlebnis. Da darfst du einfach nur stolz sein und lernen. Wir schauen schon, wir vom Staff schauen schon, dass wir daraus lernen. Aber in solchen Momenten müssen wir einfach feiern. Und das müssen wir vielleicht noch ein bisschen besser lernen. Marisa Brunner hat schnell mal überall ein Goalie-Trainer sein. Ist nicht despektierlich gemeint, ein Goalie-Trainer sein und mitmachen. Warum gerade die Red Bull Aarau? Ja, da habe ich natürlich ein super cooles Umfeld. Ich darf hier auch Mitglied vom Vorstand sein, eins von fünf. Ich komme absolut Vertrauen über. Ich darf entscheiden. Ich habe Einfluss auf mit verschiedenen Hüten auf dem Kopf. Und das ist natürlich ganz cool. Und vor allem, ich bin halt, weißt, ein Aargauer. Ich bin halt einfach entweder durch und durch. Die anderen Fuß und Herz. Ich kann überall hinpendeln. Ja, hör auf. Ich bin mit dem ÖV unterwegs und mit dem Velo, Walter. Nein, das ist tipptopp. Wenn ich nachher eine coole Tasche bekomme, eben, dass ich weiter Velo fahren kann, dann bin ich gerne, mega gerne bei Aarau. Es ist ein super cooler Spirit, den wir haben. Und wird professionell geschafft, so mit unseren Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Und das passt so für mich. Aurélien, 45 Minuten der Desesperation und
45 minutes de beaucoup d'espoir et de bonnes choses. Tu l'as vu aussi? Oui, alors il est évident qu'à 3-0 à la mi-temps, forcément notre mi-temps, elle est mauvaise, voire très mauvaise. Pourquoi? Le plus important, c'est savoir pourquoi. Tout ce qui est dans la sortie du ballon, on n'a pas réussi à créer une supériorité et ainsi avancer sur le terrain. Et comme individuellement, on n'a pas forcément la capacité de faire la différence sur le plan individuel, on a vraiment besoin de ce jeu collectif. Et sur cette première mi-temps, on n'a pas réussi. Sur la deuxième mi-temps, c'était bien mieux. C'était bien mieux dans les idées, dans le mouvement et dans tout. Et on a réussi à créer quelques situations et marquer surtout. C'est juste dommage qu'à partir du moment où on a marqué ce deuxième but, eh ben, on est redevenu dans un jeu de « il faut absolument marquer ». Oui, il fallait marquer, mais je pense qu'on ne s'est pas donné les moyens de le faire, quoi. On t'a bien entendu dans la partie quand tu as beaucoup de fois appelé que tu veux « construire à trois, construire à trois, construire à trois ». Et on a vu que quand ça a fonctionné, il a fonctionné meilleur. Pourquoi cette difficulté au dixième jeu de cette saison de construire à trois? Parce que déjà dans le football, c'est très difficile, sous pression ou sous un minimum de pression, de sortir le ballon. Donc c'est vrai que c'est très difficile. Et puis c'est vrai que c'est un discours peut-être un peu nouveau pour elle, donc qui demande beaucoup de travail pour maîtriser la chose. Donc c'est vrai que quand elles le réussissent, elles le font très très bien. Vraiment, elles le font très très bien. Mais le problème, c'est que ça demande beaucoup de bonnes décisions et de bons mouvements. Et des fois, comme on est en phase d'apprentissage, on ne prend pas la bonne décision, le bon mouvement, et donc on se met en difficulté. Mais c'est très difficile. Les progrès faits sur ce plan sont vraiment bien. Le problème, c'est que pour l'instant, des fois c'est là, des fois c'est là. Il faut vraiment qu'on travaille pour que ce soit toujours là. Mais c'est malheureusement pas illogique. Mais c'est malheureux, c'est arrivé de nouveau aujourd'hui sur cette première mi-temps, un match qui était important. Tu as fait descendre Courtney pour la deuxième mi-temps. On a vu que ça donne un petit peu de structure à ton équipe. Est-ce que tu penses que peut-être tu peux continuer avec cette formation? Alors c'est une possibilité. Après, on perd aussi les qualités de Courtney devant. C'était un peu le même cas avec Stéphanie qui est redescendue en 6. C'est vrai que en plus, on avait beaucoup de nouvelles joueuses, comme Célina qui revient de blessure, qui forcément manque un peu de vécu, comme elle était blessée sur les derniers mois de travail. Donc en tout cas, on va travailler pour que toutes les joueuses puissent comprendre le mieux possible la chose et gagner des matchs. Je pense que les minutes 70 à 88 jusqu'au 3-2 et puis les minutes 92 et plus, vous avez joué très bien. Qu'est-ce qu'il fallait pour faire le 3-3? Je pense qu'il fallait un peu plus de déjà, il fallait pas prendre 3 buts en première mi-temps. Il fallait qu'on ne prenne pas ces 3 buts en première mi-temps. Donc ça, c'est notre faute. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que peut-être qu'une fois qu'on a marqué le 3-2, on a été un peu trop pressé ou uniquement concentré sur « il faut marquer le troisième » et pas assez concentré sur « comment faire pour marquer le troisième ». Ce qui fait qu'on n'a pas eu assez d'occasions une fois qu'on était à 3-2. Quoi. Maintenant, à Rau, c'est un problème car ces 3 points, il faut besoin de les avoir comme coussin pour la débat. Tu vois quelques problèmes avec ces équipes comme Yverdon et Haro qui maintenant fait des points qui l'ont fait pas au bout de la saison. Il faut attendre la fin du premier tour pour voir qui a fait des points contre qui. Mais après, c'est évident que nous, on en a déjà parlé au début de saison, mais que nous, on est plus, on doit se battre, on doit travailler et se battre contre ces équipes pour terminer devant elles. Pour l'instant, regarder le sommet du classement, c'est un peu trop tôt c'est beaucoup trop tôt pour nous. Donc, elles font des points parce qu'elles ont des qualités, elles ont leurs défauts, leurs qualités, comme nous. Et malheureusement, aujourd'hui, ils ont fait 3 points contre nous. Maintenant, tu perds quelques joueuses pour demi-semaine pour la nationale. Ça te concerne? Ça te fait des mal à la tête? Non, tant
tant mieux, enfin je suis content pour ces trois joueuses, que ça leur permet de vivre une autre expérience. Et puis on apprend toujours des expériences, donc nous on va s'adapter, et puis c'est la réalité du football, non, c'est on prend acte et on travaille.